Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Baden kocht mit. Mein Name ist Nicole Seiler und wir sind heute zu Besuch mitten in der Innenstadt im Restaurant Krennmeyers. Inmitten der Rathausgasse liegt das Restaurant mit seinem idyllischen Innenhof, nur wenige Schritte vom Hauptplatz entfernt. Österreichische Tradition trifft hier auf modernes Flair. Für das Wohl der Gäste sorgt das Ehepaar Erika und Gerhard Krennmeyer. Heute gibt es ein Duett von Lachs und Seesäibling mit frischem Machfeldspargel und einem Bärlauchpüree. Bei seinen saisonalen Produkten vertraut Gerhard Krennmeyer auf langjährige Lieferanten aus der Umgebung. Besonders der Spargel aus dem Machfeld spielt im Moment eine Hauptrolle in der Speisekarte. Für unser Gericht wird dieser noch mit Saibling und Lachsforelle aus dem Gut Dornau kombiniert. Entscheidend dafür ist natürlich die Frische vom Fisch. Der hat keine Reise hinter sich, sondern er kommt in der Nähe vom Gut Dornau, wird jeden Tag frisch geliefert und es ist von Lebendfisch auf den Teller ist oft nicht mehr wie ein Tag vergangen. Nicht nur die Komposition alleine spielt eine große Rolle, auch die Präsentation will gut überlegt sein. Bevor ich mein Gericht koche, habe ich das Bild schon im Kopf. Ich weiß genau, wie es dekoriert wird und das Gesamtbild muss so enden, wie ich es mir vorstelle. Das frische Bärlauchpüree und die handgerührte Sauce Hollandaise vollenden das Duett. Ab Anfang Mai können die Gerichte sowie der frisch gestochene Spargel vor Ort mitgenommen werden. Guten Appetit!